keine Pause, keine Müdigkeit vortäuschen. Boss-Marathon. Ich glaube, bald werden wir Ärger kriegen von so einem Boss. Wurstel der Hotdog. Ist der schon immer so? So kann ich dich nicht ernst nehmen. Wurstel. Also ich weiß, welcher Boss mir auf jeden Fall richtig Ärger machen wird. Das ist jetzt auch erstmal so ein, ich muss auswendig lernen. Au. Ja, ich brauche erstmal was zum Schießen. Konnte ich sein Feuer einsaugen? Tatsache. Ups. Hallo? Muss ich denn nicht? Okay, nochmal ganz ruhig. Scheiße, so schnell kann ich nicht sein. Egal, merken wir uns. Ich habe den abgeschossen. Und hat er Schaden genommen? War es so? Ach, da die Zunge war es. Ach, richtig. Die Zunge war es. Ach, Mensch. So, Wurstel kommt zurück. Jetzt ist der doch direkt da an die Wand gesprungen, war nicht? Ja, genau. Pow! So, aber einmal muss ich ihn leider noch schießen lassen. Mein Gott, wie die abgehen mit der Geschwindigkeit. Boah, sehr viel Glück, glaube ich, gerade gehabt. Ups. So, schieß mal. Ich brauche ja. Scheiße. Ja, aber Wurstel, du wirst... Ups. Keine weitere Gefahr darstellen. Wurstel ist down. Und es gibt sogar gleich zwei. Okay, keine Ahnung warum, aber es ist so. Gibt es dann einfach nur einen braunen Yoshi? Gab es sowas nicht immer? Weiß nicht. Gewonnen! Ah ja, guck mal. Yoshi fertig, der Bronze-Yoshi. Ah, guck mal, Bronze, Silber, Gold wird es dann wahrscheinlich geben. Alles klar, Monty der große Runde 2. Ja, das ziehen wir jetzt noch ganz schnell durch. Das sollte nicht lange dauern. Und dann ist die Chose ja auch erstmal erledigt. Der Bronze-Yoshi. Ach, musste ich hier nicht... Muss ich den einfach abschießen? Ja, weil dann fällt der. Okay. Ja, Monty, sorry, aber... Solange du mir da nicht wehtust beim Hochschießen oder so. Wow. Scheiße. Easy. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ganz ehrlich, wenn die so schnell sind, die Gegner, dann dauert der Bosskampf auch einfach nicht so lange. Das ist ganz cool. Eigentlich super praktisch. Seht ihr schon, ist der vorbei. Easy going. Und Silber Yoshi! Juhu! Sehr schön. So. Ach. Oh, Mutter Gluckhuhn, ey. Ja, ich erinnere mich nicht mehr so wirklich an den Kampf. Da musste man auch irgendwie Fäden ziehen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, bin mir nicht sicher. Ja, ne? Aber das könnte problematisch werden, sollte der Kampf... Ja, ich weiß nicht. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Muss erst nochmal rausfinden, was wie der Kampf ging. Das ist ja gefühlt ewig her. Das Huhn immer perfekt zu treffen, ist ein Ärgernis. Vor
allem, wenn es zu schnell ist. Jetzt verstehe ich den Haken. Genau, jetzt muss man es zweimal machen und am Ende dreimal, ne? Oh, fuck, jetzt hat er das so halb hoch gemacht, das Arsch, ey. Was ein Arsch. Scheiße, ja, wenn die so schnell sind, ist schwierig zu treffen, muss ich sagen. Mann! Jetzt hat er, Mann. Hau doch nicht ab, Kollege. So geht das ja jetzt nicht. Ups. Okay, fliegen dürfen wir nicht. Ah, direkt erwischt. Aua. Oh oh. Ein Treffer, wir sind tot. Scheiße. Oh, wir sind zum ersten Mal gestorben. Wir sind jetzt zum ersten Mal gestorben. Ja, ich wusste nicht, dass er das zweimal macht. Ich wusste nicht, dass er das zweimal macht. Egal, easy going, easy going, easy going. Jetzt, das ist halt so, die Boss-Mechanik muss man erst wieder kennenlernen. Hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ansonsten easy going. Ja, die Phase ist zum Beispiel übelst lame, sag ich mal. Ach so, scheiße, jetzt habe ich gepennt. Jetzt habe ich in den Chat geguckt und gepennt. Gluckhuhn, komm. Ach, kein Scheiß, ne? Perfekt, erwischt. Jetzt rennt es irgendwo hin. Bin ich noch schnell genug? Ja. Gott sei Dank hat man da doch ein bisschen Zeit. Also sind sie einigermaßen kulant, sage ich jetzt mal. Ja, das fällt natürlich mir genau auf die Schnauze. Da kann ich nicht viel machen. So, jetzt kam es direkt nochmal. Ja, siehst du, wenn du die Boss-Mechanik mal wieder kennst, ist das halb so wild. Und vorbei. So, siehst du, man muss es einfach kennen. Es ist ein reines, ich muss es kennenlernen. Flutter-Yoshi. Sehr schön. So, meine Freunde, es geht aufwärts. Not bad Level 2. Machen wir auch nochmal eben. Gucken wir mal, ob wir das alles in einem Rush schaffen. Ich hoffe schon. Ich glaube fast nicht. Macht auch gar nichts. Ich ziehe es gerne noch ein bisschen hinaus, das kleine Projekt hier. So, was war ihm mit ihm? Mit ihm ist mit dem Wasser nochmal. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern, ey. Oh, Scheiße. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, dass das passiert ist, aber. Ist okay, wir merken uns das. Das war easy going hier. Stimmt, der war echt nicht schwer, ne? Bis auf so eine Kleinigkeit. Ja, die dich dann tötet. Ach so, stimmt. Ach, die Stacheln unten. Das war das. Mit den Stacheln war das. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Das Problem ist nur, dass der halt wirklich so schnell ist, dass es zu Problemen führen kann. Okay. Was zum Teufel, ey. Sag mal, das ist aber auch echt gar nicht mal so einfach. Ob das noch klappt, ich weiß es nicht. Ein Leben haben wir noch. Scheiße. Oh Mann, ey. Wenn der so schnell ist, ist das echt schwer. Okay, da musst du gleich nochmal eine ganz andere Panik reinkriegen. Damit du die Bosse auch auf deren Geschwindigkeit wie neu lernen quasi. Scheiße, da erwischt er mich immer wieder, ey. Mann! Okay. Ich
Ich muss halt noch lernen, ihn auszutricksen mit der Geschwindigkeit. Und das ist sehr, 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 sehr kompliziert. Ja. Und down. Oh, ich dachte, ich hab's nochmal verkackt, aber das ging nochmal. Wann kommt Skate 5? Okay, ich wusste gar nicht, dass Skate 4 schon draußen ist. Okay, komm. Jetzt hat der letzten Boss, dann haben wir den Silber-Yoshi. Audrey war schlimm, ne? Audrey war schlimm. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da machen musste. Ach du Scheiße. Okay. Hoho, das ist ein Boss, der ist, glaube ich, richtig hässlich mit der Geschwindigkeit, oder? Nein. Alter, wie schwer ist das denn mit der Geschwindigkeit, sag mal. Hä? Okay. Wow. Oh, wow. Muss echt jetzt erstmal das Schießen lernen. Ich finde die Bosskämpfe eigentlich sehr geil mit der Geschwindigkeit. Yes, erwischt. Eigentlich richtig Spaß. Oh, noch mich tot. So, nochmal ganz ruhig. Okay, soviel zum Thema ganz ruhig. Ich muss am Anfang ganz links stehen. Das Vieh erwischt mich so oder so, egal wo ich stehe. What the fuck? Hä? Willst du da ausweichen? So, jetzt weiß ich ja, was hier zu tun ist. Letzte Phase. Ach du Scheiße. Hilfe. Warum springt denn da hoch? Scheiße. Wie soll ich denn da ausweichen? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ganz am Anfang, ich habe keine Ahnung. So, komm, aber das ist egal, die Phasen sind relativ einfach. Okay. Das kam das mit hoch, ne? Ja, genau. Wenn man weiß, dass das kommt, ist das alles wieder kein Thema. Nicht springen. Ach Gott, das habe ich völlig vergessen, dass er das macht. Oh Gott. Ja, es ist knackig, muss ich zugeben. Also ganz außen muss ich stehen, dann trifft er mich nicht. Alles klar. Okay, ja, wenn ich das weiß jetzt, dann ist der Rest des Kampfes doch wieder recht easy. Es ist wie an Bosse doch irgendwie, obwohl man die Mechanik kennt, ein weiteres Mal kennenlernen, weil obwohl es eigentlich einfach nur, sagen wir mal, 100% schneller ist, der Kampf, verhält sich der Kampf anders. Das ist cool. Das ist definitiv eine Herausforderung. Gut, dass es hier keine Extra-Boni gibt für
mache diesen Boss ohne Schaden zu nehmen oder so eine Scheiße. Das würde mir nämlich tierisch auf den Piss gehen. Ah, das habe ich jetzt wieder vergessen. Oh, was hat er aber jetzt gemacht? Oh Gott, der Scheiß. Okay. Alles klar. Gut, der ist down. Und da ist der Silber-Yoshi. So, Silber-Yoshi ist damit zusammengehäkelt. Wisst ihr was? Das ist auch, glaube ich, eine coole Sache jetzt so. Jetzt haben wir mit dem ledernen Yoshi so ein bisschen gearbeitet. Wo ist der Silber-Yoshi? Mit dem Silber-Yoshi jetzt zum Gold-Yoshi werden. Das möchte die Dame da hinten im Übrigen auch. Und da ist er, der Silber-Yoshi. Silber-Yoshi, sieht gar nicht mal so anspruchsvoll aus. Na egal. Meine lieben Freunde, Gold incoming.